Er ist weg. Max, das war wirklich sehr mutig von dir. Naja, war mein Fehler. Ich habe den Vogel ja angelockt. Ben, meinst du, wir kriegen das Ei den Berg da hoch? Da hoch? Na klar. Den ganzen Berg hoch? Nee. Und was ist, wenn Willi Höhenangst hat? Sein Nest muss aber da oben sein. Aber er wollte doch runter. Na schön, weil es ein Willi ist. Was ist los? Wo bleibt ihr denn? Mann, ist das eine Brüheierei? Das Ei lässt sich überhaupt nicht rollen. Oh, mein Fehler. Ich habe leider keine Arme zum Schieben. Willi, hör mal. Willi schuft nicht gern. Das solltest du eigentlich wissen. Also, ich bin schon wieder im Weg. Tja, ich glaube, da muss der Fachmann ran. Ich mach das. Aber ihr müsst euch inzwischen um Balli kümmern. So, und los. Welcher Anfänger hat das denn gemacht? Das läuft ja gar nicht rund. So ein bockiger Balli. Aber ich krieg alles gerollt. Willi will da nicht hoch und ich auch nicht. Aber deine Mama ist irgendwo da oben. Willst du denn gar nicht zu deiner Mama, kleiner Willi? Mama? Na siehst du, Max, kannst du auf Balli aufpassen? Ja, der ist bei mir in guten Händen. Hände? Ben, das sagt man doch nur so. Ich pass schon auf. Dann los. Ja, immerhin liebt Willi nicht so wie Balli. Du hältst ja nur zu Willi, weil er Willi heißt. So eine schlechte Kugel habe ich noch nie gerollt. Der Mutter erzähl ich aber was. Ach, Balli, du rollst dich wunderbar. Tja, nicht jeder kann so gut gebaut sein wie du, mein wunderbarer Schnucki-Balli. Wir müssen jetzt das Nest finden. Aber vielleicht lieber ohne den Stinke-Balli. Sonst läuft Willis Mama vor dem Mief noch davon. Und das wollen wir doch nicht, oder, Ben? Balli alleine lassen? Niemals. Keine Angst, das ist nur Gerede, Balli. Nichts als dämliches Gerede. Ach was, die Mama wird das Ei hier schon finden. Los, gehen wir. Oh nein, jetzt wird es doch erst spannend. Ich muss wissen, was für ein Tier Willi ist. Hm?